Herzlich willkommen zu 100% Regional, die Sendung, wo wir miteinander Kultur aus der Region anschauen. Die Treberwürste gehören in der Bielersee-Region zur Kultur. Das Original gibt es nur hier. Sie sind hier im Weinbaugebiet erfunden worden und es gibt sie jeweils nur von Januar bis März. Yvonne Baldinini ist schauen, wie sie der Winzer mit der kleinsten Rebfläche am Bielersee, der Martin alias Dino Mürsee, macht und wie er die alte Tradition mit den Gästen erlebt. Der Dino Mürset macht eine Ladigwürst zu Weg für die Gruppe Gäste, die am Abend kommt. Er tut den Tauen gut schmarr drüber. Im Brönnhafen ist der Reber drin. Beim Erhitzen dieser Traubenrückstände gibt es Mardampf, der von der Würst zum Teil aufgenommen wird. Die Reberwürste sind eine alte Tradition vom Bielersee. Vor ungefähr 100 Jahren haben sich die Rebenmitarbeiter getroffen in der Brennerei und haben nachher ihre Pausenwurst gewärmt, wenn der Marbrenner am Marbrennen war. Und dann hat man natürlich nachher, auf den Treber rauf, hat man dort Würst draufgelegt und hat die ziehen und hat dann schnell wenig gemerkt, dass ja die viel, viel besser sind als die, die das Mütti daheim macht. Die Würst hat er von Metzgerei Bigler von Büren. Sie sind speziell gewürzt, sind viel grösser als die normalen und haben weniger Fett. Es gibt natürlich schon ein paar kleine Sachen, die man dann schlussendlich als sein Geheimnis hat und wo man sich dann auch probiert, ein bisschen abzusetzen. Geht da nicht die Tradition ein bisschen verloren? Nein, die Machart ist genau die gleiche und die Treberwurst lebt von der Machart, dass sie im Treber, auf dem Treber gegart wird. Traditionen die sich verändern, auch die Ansprüche der Kunden die sich verändern. Und also, es gibt auch zum Beispiel jetzt viel mehr Frauen, die kommen, weil eben die Wurst einen geringeren Fettanteil hat. Und das ist ein wichtiger Bereich. Ich denke, man darf sich nicht verschliessen vor den neuen Ideen. Er muss den Brönnhafen aufwärmen und nach 4 Stunden bei 77 bis 80 Grad die Würst drin lassen, damit die Mardämpfe gut reingehen. Jetzt geht die Arbeit innen im Keller weiter. Sein Schwager Sascha hilft mit dem Herdöpfelsalat. Der ist für die Gäste, die am Abend kommen. Der Dino Mürset macht eine andere Ladung Treberwürst, die schon gegart ist, parat für Lieferungen an ein Restaurant und private. Mit dem kleinsten Weinbaubetrieb in der Schweiz sind für einen Winzer Treberwürst ein wichtiges Standbein. Seit der Pandemie, als die Leute nicht mehr zum Essen kamen, hat er angefangen, sie samt dem Sud zu verschicken oder abzuholen. Wir sind froh, haben wir das aufgezogen. Und ganz, ganz klar war das überlebenswichtig gewesen. So. Guten Abend, mein Name. Ich bin der Dino Mürset, freue mich. Es ist jetzt 6 Uhr am Abend. Die Gäste trudeln ein für die Treberwurst zur Nacht. 35 sind angemeldet. Hinten sind alles Gastronomen. Der Dino Mürset leitet den Weinbetrieb in der 6. Generation. Der Trühlkeller ist ja der traditionelle Ort, wo man presst hat. Wenn wir jetzt gerade das Bild hinten dran anschauen, dort bin ich mit dem Bär am Trühlen, der ist 50-jährig. Und da ist genau da innen gestanden, wo ihr hier hockt, oder? Nach dem Apero erzählt der Winzer draussen, wie er in den 80er Jahren angefangen hat. Mit alten Weinharassen mit Nägel drin als Stuhl. Natürlich sind die ersten vornehmen Zürcher Frauen gekommen. In den Strümpfen, oder? In den Strümpfen, oder? Ja, ich muss noch nicht erzählen, wie das rausgekommen ist. Oh, meine Güte. Und mir ist es natürlich mehr darum gegangen. Hoffentlich melden sich die dann wieder an im nächsten Jahr. Oder? Und wow, haben sich angemeldet. Aber dann sind die Hosen angelegt. Oder? Voilà, seid so gut. Gäste können einfach eine Nase voll nehmen, bevor es innen richtig um die Wurst geht. So, die Leute haben Hunger. Ich sehe es schon.
schöne Würste. Ja. Elena, die Frau von Tino Mörset, ist vor 9 Jahren wegen der Liebe von Ukraine auf die Wanne gekommen. Die Reberwurst-Saison vom Jänner bis März ist eine strenge Zeit. Ich muss sagen, dass wir sind so glücklich, wenn die Reberwurst fängt an, und wir auch sehr froh, wenn es fertig ist. Weil 3 Monate, die jeder Tag, fast jeden Tag, ja, die Reberwurst servieren, das ist ein bisschen viel. Aber in jedem Beruf, du hast etwas, was macht dich Rückenschmerzen und was macht dir froh. Bitte, Sascha, nimmst du Wurst? So, jetzt der letzte Tisch. So, alles gut, alles schmeckt? Gäste sind Habitués. Sie gehen alle Jahre mindestens 1 Treberwurst essen. Das ist eine Tradition. Es ist eine Tradition. Wir haben das sehr gerne und wir sind gerne mit Freunden zusammen. Und das ist etwas Herrliches. Es bringt die Leute zusammen, es bringt Stimmung, wird manchmal schöne Abend, oder? Wo man eigentlich im Grunde noch eigentlich nicht vergisst. Feines Essen, fein trinken und ja, die Gegend ein bisschen ehren, wo wir da drinnen leben. Für Tino Mörset gibt es lange Tage. Manchmal ist er 18 Stunden dran. Aber die Freude an den Anlässen ist umso grösser. Es ist doch ein wunderschöner Moment. Die Leute haben Freude und man sieht, dass eine heitere Stimmung ist. Und es ist einfach nur schön. Das motiviert einen so für einen Job. Bis Ende März geht jetzt noch Menge Treberwurst auf Dauer. Danke für euer Interesse und das Einschalten. Ich wünsche euch viel Spass mit dem weiteren Programm. Ade miteinander.